Hier. Leonie? Hier. 5 Meter. Nach vorne, linker Fuß und Abschluss. Wir sind die Blindenfußballmannschaft von Fortuna Düsseldorf. Wir sind jetzt momentan im Aufbau. Wir sind so um die 8 bis 10. Wir sind aber natürlich auf der Suche nach noch mehr Spielern. Und einige konnten heute leider nicht kommen, weil die halt krank sind. Aber ansonsten sind wir so zwischen 8 bis 10. Das ist halt was ganz Spezielles. Ne? Und bis man nicht selber so eine Brille trägt und einfach mal gar nichts sieht und das nicht selber gespielt hat, da kann man sich das eigentlich schwer vorstellen, wie das eigentlich ist, Blindfußball zu spielen. Also hier haben wir den Ball. Das ist halt ein anderer Ball wie im normalen Fußball, sagen wir mal so. Hier drin sind halt diese Rasseln, wenn man, um das mal zu hören, so mit diesen Rasseln sozusagen, das sind, können die Spieler sich orientieren, weil sonst hätten die jetzt keine Möglichkeit zu wissen, halt, wo der Ball ist. Natürlich werden auch, gibt es sehr viele Helfer, die halt unterstützend im Spielgeschehen mit dabei sind. Ein Beispiel, hinter dem Tor ist jemand, an den Seiten sind welche und die helfen halt, die sind halt so Signalpunkte, damit die Blinden halt sich besser orientieren können. Es macht Spaß, also wir können uns bewegen, wir können Sport machen, an unsere Grenzen gehen, wir können uns frei bewegen. So ein Gefühl von Freiheit hat man auf dem Platz. Und wir können das machen, was jeder Jugendlicher oder erwachsener Mensch macht, Fußball spielen. Dribbeln, schießen, passen. Und das ist halt, was eigentlich hier in Deutschland Spaß macht, sag ich mal. Für die Sportler, für die Fußballer. Nicht passiv Fußball gucken, sondern aktiv mitmachen. Das ist das Wichtigste. Der Vorteil für ein Engagement im Blindenfußball ist natürlich, dass wir natürlich in unserem Verbandsgebiet zum Beispiel oder auch im DFB-Gebiet durchaus eine ganze Menge Vereine haben, die sich dieses Themas auch fast schon selbstverständlich annehmen, aber natürlich so ein Thema immer noch eine besondere Bedeutung bekommt, wenn ein Verein mit Strahlkraft das in einer Region annimmt. Und ich glaube, die Fortuna ist gerade nach der letzten Saison mit besonderer Strahlkraft ausgestattet. Insofern ist es schön, dass der Verein auch in diesem Thema ein Stück weit seiner Strahlkraft auch Menschen widmet, die sonst nicht so in diesem Rahmen stehen. Ja, unsere Ziele sind in erster Linie erstmal den Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten bzw. so zu gestalten, dass wir immer mehr Spieler bekommen. Und wenn wir das geschafft haben, wollen wir natürlich dann den Sprung machen und Fortuna Düsseldorf in der Blindenfußball-Bundesliga quasi zu etablieren und anzumelden. Also das ist unser Fernziel. Aber in erster Linie erst einmal Spieler gewinnen, den Spielbetrieb so ein bisschen anvisieren, aber erstmal eine Spielgruppe schaffen. Jawohl, super Schuss.